Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock und dem Beagle. Übrigens, letzte Folge, das war mal Private Beagle tatsächlich. Ich rede ja tatsächlich nicht so viel. Ich rede tatsächlich mehr über meine Mutter als über meinen Vater. Weil bei meinem Vater irgendwie auch einfach eine völlig andere Hintergrundgeschichte dabei ist. Aber ja. Nur, wie gesagt, wenn sowas ist, dass ich zum Beispiel Bioshock nicht immer aufnehmen kann, sondern es unter Bedingungen nur aufnehmen kann, dann ist das so. Ich meine, ich habe immerhin mit der lieben Cupcake-Katze komplett Resident Evil aufnehmen können. Also 5 und 6 und es hat ja geklappt. Aber ihr versteht vielleicht auch, wenn der Mann halt echt so gar nichts anderes hat als das und auch noch Fernseh gucken und dann ehrlich gesagt lieber zocken als Fernseh gucken, dann nimmt man ihm sowas auch nicht gern weg. Und wisst ihr, wie schwer es ist, ein Spiel zu finden? Immer passieren Fehler. Ja, ich weiß. Wisst ihr, wie schwer es ist, ein Spiel zu finden oder Spiele zu finden, die man mit im Zweifel einer Hand spielen kann? Ich höre hier doch einen. Also, au, ich habe vergessen, dass es dann geschützt ist. Schau bitte rein, da kann ich ein Foto von dir machen. Wir haben damals, und ich weiß halt nicht, wie gut die von GameStop dahingehend sind, aber wir haben die mal gefragt, so, ja, wir suchen etwas, das auf Gothic-Ebene ist, Elex-Ebene ist, weil die kriegt er mit einer Hand gespielt. Fragt mich nicht, wie, er kriegt die mit einer Hand gespielt. Aber... Oh, hi. Also falls ihr Ideen habt, was er spielen kann, was so ähnlich von der Steuerung her ist wie... Hatte ich das schon gehackt? Jo. Sagt mir gerne was. Warum sollte ich nicht mal meine User, also meine liebsten Abonnenten hier mit einbeziehen? Ich habe bestimmt genug Abonnenten, die ein bisschen Ahnung von der Materie auch haben. Vielleicht auch mehr Ahnung, was PC-Spiele angeht und Steuerung und so. Willkommen im Zirkus der Werte. Verratet es mir bitte gerne, solltet ihr da Ideen haben, die euch spontan einfallen. Ich nehme das, ne? Ich will jetzt hier runter. Sie kommen! Ich nehme auch ein Houdini-Splicer. Auto-Hacker, Panzerbrechende. Nö. Ranzige, eine erstklassige Äpfel und nicht ranzige Äpfel. Okay, sorry. Ich wollte die Äpfel jetzt nicht absichtlich schlecht reden.
eine Leiche. Okay. Ich habe Autohacker einfach bis jetzt noch nie benutzt, wenn ich ehrlich bin. Die werden hinterher deutlich relevanter werden, die Autohacker. Und da müsste man auch dankbar die zu haben. Ach, hier kann ich auch lang. Ich glaube, die ist über mir. Ja? Hey. Ja. Von wo? Leute, ich höre sie von überall, aber sehe nicht einen. Andrew Ryan sagt, die Menschen treffen Entscheidungen. Willkommen im Zirkus der Werte. Aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen. Okay, aber wo bin ich hier? Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Und ich habe immer noch keine Little... Aber wo diese Dinger sind, müssten Little Sisters auch... Hoppala, das war ein verdammt gutes Foto. Aber es war einfach nicht... War das jetzt der Splicer oder nicht? Eine Leiche. Was? Dünger! Es gibt bestimmt Menschen, die Dünger brauchen. Ich bräuchte mal wieder ein Gathered Garden. Schon Slots frei machen. Ich höre die halt immer noch. Also Menschen, die sich selbst sagen müssen, dass sie ein Siegertyp sind, sind vieles, aber kein Siegertyp. Das sind diese High-Perform... Okay. Sowas zum Beispiel, da benutzt man den Auto-Hacker, Leute. R nachladen. Und auf hier gehen und... Nein, geht nicht nachgeladen. Okay. Stehen Sie auf, junger Mann. Hack ich aber so. Nee, das bringt mir nichts. So. Also das hätte ich, jetzt brauche ich nur noch da. Zack. Ja, danke.
Mach ruhig lauter! Wer? Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Die kann man auch fotografieren? Ein Rosie! Es tut mir leid, Kleiner, aber ich muss. Nein, doch. Man kann sich wirklich in der schwersten Stunde auf dich verlassen. Du hast die Kleinen gerettet, obwohl du deine ganze Grausamkeit hättest zeigen können. Ich schicke dir etwas als Zeichen unseres Dankes. Okay. Kleine Maus, wo bist du hin? Ah, da bist du hin, ne? Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken, wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig. Und wir müssen es auch sein. Ich habe ihr in den Rücken geschossen, ne? Oh, ein Lilhead. Der war aber schon ganz schön angehittet, Leute. Wir sind aber, glaube ich, noch mehr. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Finde ich gut, aber... ja. Ich weiß nicht. Das heißt also, ich kriege einen Körpertonik. Aber sicher. Was möchte ich denn da reinmachen? Oh. Ein Technik-Slot. Ich hole mir noch einen Technik-Slot. Electro Ball 2. Das Miete brauchen weniger. Ah, dafür brauche ich ein. Ein Körpertoniker-Slot, ne? Gesundheits-Upgrade kann ich auch langsam mal dazu nehmen. Jetzt habe ich nicht mehr Zorn. Ziel-Dummy. Zeugt ein Köder. Aha. Das war schon ziemlich gut. Für die Eier, süßer Engel. Ist okay, kleine Maus. Schade. Okay. Ach ja, die süßen kleinen Little Sisters. Oh, Kack. Ja, das ist gut. Nicht.
So, jetzt können alle Splicer der Welt kommen. Sie war hier deplatziert. Es interessiert mich nicht, wo sie ist. Mich? Ah. Richte den Minister aus, was soll war. Funktioniert, ne? Funktioniert das so? Gewesen, damit ich... Ach, egal. Also, ich hab 500. Gregory, komm mir nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Na, nimm doch. Und spiel's bitte ab. Ja, ich weiß von der Abriegelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft. Herrgott, nochmal. Hey, die Abriegelung. Oh ja, gut, ich verschwinde. Irgendjemand muss noch mal zurückkommen. Und nach diesen Proben. Was wäre das? Kampf. Sie sind extrem wichtig. Zauber weniger, okay. Verringert die Geschwindigkeit, okay. Habe ich noch was anderes? Das würde ich gerne haben. Das ist cool. Okay. Habe ich nicht auch Körpertonika genommen? Nee.
Körpertonika, ja, aber keine Kampftonika. Schisch. Ah, was? Ich habe ein Geschütz gefunden, Leute. Cool, ne? Also eigentlich laufe ich hier ziemlich gern mit Kamera rum. Da ist nichts. Da wäre das gewesen für den Shutdown. Wie lächerlich. Ich höre sie überall, Leute, aber ich höre sie auch nicht. Eigentlich ist unser Timer nämlich schon rum, aber wir hören das noch. Nicht zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seitdem ich Steinmans Praxis verlassen habe. Ich kann Ratcher fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollo Square eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie er Unschuldigen so etwas antun könne. Er sagte nur, Unschuldige? Wenn sie sich nicht dafür entscheiden, Ratcher zu verteidigen, dann stehen sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Ich dachte, es gibt keinen... Also, ach egal. Ihr Lieben, ich mach dann hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und haut rein!